Hi Leute, heute ein kurzes Video dazu, wie ihr ein Falschluftproblem von eurem Roller erkennen könnt. Es könnten zum Beispiel Simmerringe kaputt sein, der Membranblock, der Ansaugstutzen irgendwas undicht, Risse haben oder auch der Luftfilter ein Loch oder einen Riss. Das erkennt man ja so meist gar nicht und dann fährt man mit einem zu leicht mageren Gemisch rum und mit der Zeit hat man den Fresser. Es gibt aber einen ganz einfachen Tipp, wie ihr das prüfen könnt. Und zwar sucht ihr euch den Ansaugstutzen vom Roller, also vom Luftfilter. Das ist hier dieser Schnorchel. Und jetzt starten wir den Roller und halten diesen Schnorchel zu. Und dann muss der Roller ausgehen. Tut er es nicht, dann hat er auf jeden Fall ein Falschluftproblem. Und ich mache euch das jetzt mal vor. Wie ihr gesehen habt, der Roller ist gelaufen. Ich habe den Schnorchel zugehalten und der Roller ging relativ schnell aus. Es wäre natürlich schöner, wenn er sofort ausgeht, aber er ging relativ schnell aus und das ist noch in Ordnung. Und so einfach könnt ihr sehen, ob ihr vielleicht ein kleines Falschluftproblem habt. Einfach nur den Schnorchel zuhalten. Das war jetzt ein Piaggio-Motor. Habt ihr zum Beispiel einen Minarelli? Dann habt ihr den Schnorchel hier oben auf den Luftfilter. In dem Fall haltet ihr dann natürlich den zu. Ja. Und das war's dann auch schon. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.